für mich war das Erlebnis in Tübkes Malerei sehr interessant, weil ich komme eigentlich von der klassischen Kunst, habe die ganzen Techniken kennengelernt. Und für mich war das eine sehr große Herausforderung, jetzt zu sehen, wie ich jetzt mit neuen Medien eine Arbeit wie von Tübke angehen kann. Also die Projektentwicklung lief in folgender Art und Weise vor, weil zuerst war im Grunde das Lernen des Bildes von Tübke, damit ich irgendwie eine Familiarität da herstellen konnte, um diese Sache wirklich zu verstehen und auch die richtig zu interpretieren zu können. Dann habe ich das Team versucht zusammenzustellen und dann, wenn das Team zusammengestellt war, da habe ich die ersten Storyboards und das Skript geschrieben, um das auch dann mit zusammen die Möglichkeiten und die Ideen, dass die dann auch in der kurzen Zeit, die wir hatten, dass das möglich war. Also ich habe das gesamte Bild versucht reinzubringen. Und mich nicht nur speziell auf den Bauernkrieg zu konzentrieren, sondern über die ganze Aussage, das ist im Grunde eine universelle Aussage, die ich empfinde in diesem Bild. Und da war der Krieg war ein Teil dieser Situation. Und da habe ich mir die verschiedenen Szenen rausgeholt, die im Grunde das Gesamtbild, praktisch die Aussage des Gesamtbilds, dass ich die in 12 Szenen aufgegliedert habe. Diese 12 Szenen haben dann die verschiedenen Abschnitte auch im Bereich des Bildes, so wie ich das erfahren habe. Wenn man das Bild ansieht, dann fängt es irgendwo an zu sprechen und es wird dynamisch. Und dann sind so verschiedene Zusammenhänge, die sich praktisch die Tübke mit eingebaut hat. Und wenn man die nachempfindet, dann entsteht im Grunde ein dynamischer Zyklus. Und in diesem dynamischen Zyklus habe ich mich führen lassen von Tübke, von seiner Aufzeichnung und von seinem Bild und habe versucht, das irgendwie dann Szene für Szene rauszuholen, Interpretation reinzubringen von dem Gedanken, den Tübke irgendwo eingebaut hat. Habe ich mir die Freiheit genommen, von dieser Inspiration, die ich aus dem Bild herausgenommen habe, dass ich dann ziemlich frei, aber trotzdem bildgetreu Ausschnitte genommen habe und die Ausschnitte dann ganz figurativ im 3D-Modell umgesetzt habe. Also ich habe da nicht ein 3D-Modell reingesetzt, das ja nicht im Bild drinnen war, sondern ich habe das genau übernommen, figurativ, und habe das versucht, dynamisch zu machen, um die Storytelling weiterzuleiten und um eine Dynamik reinzubringen in einer halben Stunde, dass man diese Erfahrung in dieser Art und Weise weiterbringen kann.